Auf geht's zum 60er.de Talk, Folge 148. Ein etwas ungewohntes Bild, denn der Jan darf heute pausieren, ist nicht dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt der Fall war, dass der immer mit dabei war. Also alle, die ihn jetzt sehr vermissen, die vertrösten mal auf, ich sage jetzt mal, nächste Woche. Dafür haben wir heute drei andere Gäste. Zum einen natürlich den Dauerbrenner, den Bernd. Schönen guten Abend, lieber Bernd. Grüß dich Gott. Ja, und grüßt euch beieinander, Servus Lügenfans. Dann ist wieder mit dabei der Thomas N. Und Thomas, du weißt es vielleicht nicht, aber was glaubst du denn in der sozusagen Rangreihe der 60er.de Teilnehmer, die natürlich der Bernd meilenweit anführt? Auf welchem Platz landest du denn da jetzt aktuell? Oh Gott. Ja. Vier oder fünf, würde ich Sehr sagen. gut. Ja, es ist tatsächlich so. Du hast den Flobo überholt und bist da jetzt Vierter. Also Bernd ist natürlich die Nummer eins und dann kommt der Jan eben und ich knapp dahinter und dann du. Ja? Das ist schön, dass du auch heute wieder dir Zeit genommen hast und dabei bist. Und deswegen sage ich auch zu dir Servus und guten Abend. Ja, Servus, die Freude ist ganz meinerseits. Wunderbar. Und dann haben wir jemanden dabei, den wir schon mal dabei hatten. Ich würde ihn jetzt aber hier als externen Gast bezeichnen, wenn er damit zufrieden ist. Er nickt schon wohlwollend. Er war Klar. dabei in Folge 112 am 18. Juni letzten Jahres aufgezeichnet in der Sommerpause. Da ging es um Jugendfußball und da ist er sehr bekannt in München im Jugendfußball. Und heute ist er aber da, um über Dresden zu erzählen, denn er ist in unserer Runde, so ehrlich müssen wir sein, der einzige Dresden-Fahrer. Und deswegen ist es gut, dass er da ist. Und auch so freue ich mich. Michi, Servus und hallo. Ja, servus Löwenfans, freue mich auch und ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass einer authentisch ist und was richtig erzählen kann vom Wochenende. Drum bin ich schon richtig da. Sonst würden wir das Ganze nicht machen. Also nicht, also das gibt's, bei uns gibt es das nicht, dass man irgendwie hier sich zusammenfindet, zu dritt, zu viert und dann war keiner im Stadion oder sonst was. Funktioniert nicht. Der eine Kollege, wir hätten sogar noch einen Dresden-Fahrer eigentlich dabei gehabt, der für uns sogar auf der Pressetribüne saß, der Thomas, an den, also der andere Thomas, Thomas Spiesel, an den gehen Grüße raus. Der ist allerdings gerade der Eishockey, die fünfte Jahreszeit oder wie man sagt, Playoff und so weiter. Da ist der schwer im Einsatz, auch beruflich, deswegen ist er heute entschuldigt. Wir sind, glaube ich, auch so eine recht fröhliche und lustige Runde. Ja, und jetzt kommt schon fröhlich, obwohl die Löwen zum zweiten Mal hintereinander verloren haben. Da werden wir dann sicher auch von Bernd hören, ob wir jetzt überhaupt noch fröhlich sein dürfen oder wie manch anderer schon wieder schwer am Trübsal blasen sein müssen. Zunächst aber reden wir natürlich wieder das Drumherum. Gibt es ja immer die Unterstellung, das sei uns eh viel wichtiger. Michi, du warst vor Ort und du hast etwas gewagt, was ich im Sommer 22 auch schon mal probiert habe, so halbwegs erfolgreich. Nämlich, also wenn das jetzt stimmt, dass das so bei dir gelaufen ist, das war bei mir was der erste Spieltag eben in dieser Saison 22/23 mit dem Deutschland-Ticket ins schöne Dresden. Ist es? Habe ich recht? Oder hast du dann doch irgendwie Mietpflege genommen? Ja, der Ansatz war da. Also der Wille war natürlich gegeben, aber ich selber nicht so viel Bahn fahre und ich habe mir mit diesem Dresden-Spiel vor Augen voller Euphorie so ein Deutschland-Ticket gekauft und das war natürlich jetzt der Knieschuss, weil genau am Freitag der Streik war Scheiße. und das war natürlich richtig Kacke, muss ich schon sagen. Also wir mussten dann halt aufs Auto umsteigen und das war jetzt nicht so cool. Also es war super ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, mit dem Deutschland-Ticket nach Dresden ist jetzt auch nicht das höchste der Gefühle, glaube ich. Also wenn man da fünfmal umsteigt oder so, aber es war natürlich schade, sage ich mal, weil so eine Zugfahrt ist natürlich schon eine andere Kategorie wie zu zweit im Auto. Fünfmal umsteigen muss man da übrigens gar nicht. Aber ich bin ja damals, das habe ich hier, glaube ich, auch erzählt, ich bin dann mit dem Auto morgens um 6 erstmal nach Forchheim, weil irgendwie es Probleme mit dem Zug, den man morgens um 5 oder so in München hätte nehmen wollen. Aber immerhin, von Forchheim war es dann mit einmal umsteigen in Leipzig, glaube ich. Egal. So, ihr seid jetzt mit dem Auto gefahren, darf man ja sagen, begleitet von deinem Sohn, richtig? Ihr Ja, wart genau, das in war der ja Tour. Weihnachtsgeschenk. Ah, Weihnachtsgeschenk. Ah ja. Eher an dich oder du an ihn? Naja, an mich. Ah, und war es wert, das Geschenk? Ja, es war schon ein gutes Geschenk, muss ich schon sagen. Na, es war es wert. Also, ich bin jetzt nicht so der häufige Auswärtsfahrer, weil ich halt auch viele, viele andere Verpflichtungen noch habe, persönlich. Und da immer relativ froh bin, wenn ich mich so auf die Heimspiele konzentrieren kann. Aber in so einem Fall, das war jetzt schon eine schöne Erfahrung. Ausverkauftes Haus oder annähernd ausverkauft oder Atmosphäre, was man so auch gehört hat im Fernsehen, gut.
Atmosphäre, muss ich sagen, großartig. Also war wirklich durchgängiger Support, wobei es da auch ein paar witzige Geschichten gibt, aber da komme ich vielleicht später dann noch dazu. Das war schon ein illustrer Auswärtsblock, muss man so sagen. Also ich hatte halt einen blöden Platz, muss ich jetzt auch gleich sagen. Also mir kam gleich Bekannte entgegen, ich muss zu ihm an die Stange kommen, stehe ich mich dahin, und das war halt genau da, wo dann der Capo quasi sich draufgestellt hat, und der ist mir dann ein paar Mal auf Finger gestiegen, und ich bin dann, wir mussten dann sozusagen nach oben ausweichen, weil, und gesehen haben wir auch nichts wegen die Fahnen, und das ist halt für so einen alten Mann wie mich ganz schwierig, weil ich möchte doch was vom Spiel sehen, und dann bin Hey. ich ein paar Stufen raufgegangen, und dann war es wieder alles gut. Okay, die lustigen Geschichten bitte merken, weil Ja. das würde mich doch sehr interessieren. Da müssen wir unbedingt noch drauf kommen. Jetzt hole ich mal den einen der Fernsehzuschauer ins Spiel, der hat gerade schon so gelacht. Thomas, du hast alles gesehen, oder? Vom Spiel oder am TV? Ja, selbstverständlich. Und wie hast du wahrgenommen, zum Beispiel den Support wahrgenommen, sag mal? Also ziemlich gut, muss ich sagen. Wobei natürlich die Dresdner als Heimfans durchaus dominant waren, jetzt rein akustisch so in der Fernsehübertragung. Aber man hat die Löwenfans schon auch ein paar Mal richtig sauber gehört. Also muss ich wirklich sagen, Ich nämlich auch. klang nach ja, einer sangesgewaltigen Auswärtsunterstützung, wie eigentlich immer bei uns. Also Aber ich tatsächlich muss auch sagen, es ist natürlich immer die Frage, wo steht das Mikro und so weiter. Aber ich fand gerade am Anfang, das war ja Wahnsinn. Also, wo ich dann immer denke, sind es jetzt die Dresdner? Also, so im ersten Moment, wenn man es dann so hört, ist es jetzt der Heimblock oder der Gästeblock? Klar, wenn dann die Dresdner losgelegt haben, hat man davon nicht mehr viel gehört. Aber so insgesamt fand ich das auch. Also, schon aller Ehren wert. Die ganze ja. Geschichte. Jetzt, ja, das Ganze drumherum. Der Kollege, der eben jetzt hier leider nicht dabei sein kann, hat noch erzählt, dass es danach noch recht sozusagen, also weil in Dresden ist immer so heißes Pflaster und so, dass es danach wohl noch auch sogar Zusammenkünfte in der Innenstadt in Kneipen gab zwischen Münchnern und Dresdnern und dass das alles recht atmosphärisch auch recht angenehm war. Michi, du hast, glaube ich, ein Bild geschickt, danach seid ihr irgendwie nicht weggekommen oder so. Wobei jetzt sind wir natürlich chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge, wenn deine lustigen Geschichten auch gleich noch kommen müssen. Aber was war da dann? Also, wie hast du das wahrgenommen, atmosphärisch, auch friedlich oder seid ihr gleich danach Also ich sage weggefahren? mal, unsere Unterkunft, die war relativ nah am Stadion. Also das Hm? ist ja schon mal sehr erstaunlich, muss ich sagen, weil eigentlich haben wir uns da relativ nah am Hauptbahnhof eingemietet, weil wir ja mit dem Zug kommen wollten. Wo genau? Ja, in dem, mein Sohnemann hat das, wie Ja? heißt das, AU ein Hostel heute. Ja, aber ist auch Genau. so ein sozialistischer Prachtbau eigentlich, oder? Das hat ja schon Das Charme ist da in jetzt, der. ne, das hat schon so sozialistischen Prachtbauten-Charme. Genau, so war es auch innen, aber es war ja völlig wurscht. Aber ich sag mal, es waren schon so, also an der Rezeption beim Ankommen war es schon ein bisschen schräg. Also da waren schon ein paar so Gestalten dort in ihren Ostdeutschlandjacken und so mit kahlen Köpfen, wo es einem schon ein bisschen unangenehm war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben uns dann jetzt auch nicht vor dem Spiel dann irgendwie in so einen Laden reingewagt, wo jetzt lauter Dresdner waren. Das hat dann schon ein bisschen einen komischen Eindruck gemacht. Dann habe ich ja auch nur dieses Foto da mit dem Gästetöten. Ja, aber wir hatten nicht weiter, also so 10 Minuten hat man zu überwinden, und dann waren wir eh schon quasi von der Polizei eskortiert. Da war ja dann ein sehr starkes Polizeiaufgebot Richtung Gästeblock, und da ging es dann auch gleich rein, und dann war das war eigentlich dann relativ harmlos, aber klar, also mit mega viel Polizei aus meiner Sicht. Und nach dem Spiel, was war da? Da hat man euch erstmal nicht weggelassen, oder wie? Ja, das war ja so, dass die Gästefans, die hatten einen Parkplatz, der war außerhalb Dresdens, also ein bisschen weg vom Stadion. Und von dort gingen dann Shuttlebusse ins Stadion. Und die haben halt dann sozusagen beim Rauslassen, haben sie erstmal gewartet, bis die Shuttlebusse rausgefahren sind, bevor sie die Fußgänger rausließen. Ich glaube eher, dass das so eine Sicherheitsmaßnahme war, aber hat halt ein bisschen zu Unmut geführt, ist klar, weil vorne am Zaun wurde es natürlich dann ein bisschen eng. Und genau, weil. Und wart ihr danach dann noch irgendwie oder seid ihr dann bald zum Quartier oder konntet ihr noch? Naja, wir haben nur in der Dönerbude, die wir vorher gesehen hatten, die recht besetzt war von Dresdnern, da haben wir dann mal vorbeigeschaut. Also war schon ein bisschen wild. Wir hatten dann auch ein paar Sticker mit dabei, die haben wir uns vorher nicht einzusetzen getraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die haben wir dann noch angebracht ordentlich und sind dann in diese Dönerbude rein und ja, und da waren dann ein paar, da war es dann schon gemischt und danach sind wir noch in die Neustadt gefahren mit der Straßenbahn. Ja, gut. Und da war es dann natürlich entspannt, ist klar. Das ist dann, hat also mit dem Fußball dann nicht mehr viel zu tun gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren wir in so einer Jazzkneipe, da Geil. war es ganz witzig, haben uns ein bisschen unterhalten haben mit ein paar anderen und es war ganz entspannt. Genau. Jetzt ist der Bernd schon so lang zum Schweigen hier verdonnert, weil er gleich dann übers Spiel reden muss und darf. Wie bringe ich dich jetzt ins Spiel, Bernd, ehe dann der Michi vielleicht nochmal kurz die lustigen Support-Geschichten loswird? Ja, Bernd, möchtest du auch, wie hast du es denn wahrgenommen? Also jetzt jenseits des sportlichen Geschehens. Jenseits des sportlichen Geschehens habe ich das Spiel in München in der Wirtschaft angeschaut. Das heißt, ob da jetzt so besonders viel Support war oder nicht, konnte ich an dem Abend selber nicht mitkriegen, weil in der Kneipe war es schon auch sehr laut. Aber als ich es am nächsten Tag dann angeschaut habe, hat mich das durchaus auch gewundert, dass wir relativ stark zum Hören waren in vielen Phasen. Ist aber auch nicht schlecht. Also wenn man in Dresden über die Kulisse drüber kommt, das eine oder andere Mal, dann hat es schon was. Vor Absolut. allem, wenn man nicht irgendwie da kantersiegmäßig führt, sondern das ja durchaus ein sehr enges Spiel war über die komplette Spielzeit. Richtig. Ja, also da, weil das muss man den Dresdnern schon lassen, die wissen, wie Support geht. Allerdings. So, und jetzt du, Michi, was war lustig? Ja, also so mächtig war das gar nicht, aber es war doch erstaunlich. Also es waren zwei Sachen, die mir noch im Kopf sind. Das eine war also die Stadiontoilette an sich. Das muss ich noch sagen. Also ich muss da auch mal rein in die Gästetoilette und da waren, glaube ich, 10 Leute drin und von den 10 Leuten haben 7 gestickert. Da waren also wirklich die wenigsten ja, Toilettenplätze belegt. Und also es war schon lustig, ne? Aber dann im Block selber, das war also. Ja, wir haben ja das 1-0 gefangen, genau, sehr schnell. Und das war ja dann so, dass der Support einfach weiterging. Also ich glaube, die größere Teil der Sänger hat ja gar nicht bemerkt, dass ein Tor gefallen ist. Die haben ja nichts gesehen. Aber auch die anderen haben alle fleißig weitergesungen. Und dann war so ein älterer Herr vor mir, der hat sich dann hat gesagt, ja, die machen es schon ganz gut hier, aber so, er liebt es ja lieber so situativ und 2 Minuten später hat er sich derartig übergeben. Es war dann eine situative Aktion. Hat dann quasi vor sich relativ viel Freiheit gehabt. Also das war schon sehr witzig, muss ich sagen. Also, ne, und halt die Geschichte mit dem Capo, das war halt schon so, wie soll man sagen, ich habe erst gedacht, das geht schon, aber der war ja dann auch mit dem Megafon unterwegs und hat dann da relativ nah an meinem Ohr sozusagen agiert. Das war also Waren jetzt war schon spannend für Haben mich. jetzt deine Ohren mehr Schaden genommen oder deine Finger? Meine Finger. Okay. Sind sie aber alle nur Genau. droh? Magst du es Sind sagen? alle da, aber es war echt ein bisschen schmerzhaft. Also ich muss dann echt weggehen. Nee, aber ansonsten insgesamt muss ich sagen, war es ein schöner Block. Also war sehr, ich finde es sehr kompakt war das Ganze. Und ja, und es war noch, ja, also aus meinem Gefühl hat der ganze Block gesungen. Hervorragend. Ja. Gut, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Da wären die Daheimgebliebenen direkt ein bisschen neidisch, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Aber gut, vielleicht, ja, da kommen wir nachher noch dazu, ob man vielleicht nächstes Jahr wieder nach Dresden fahren kann. Die einen sagen so, die anderen so. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht eher gering. Reden wir mal über den Sport jetzt bitte. Und da muss jetzt als allererstes mal der Bernd ran. Bernd, sind wir jetzt traurig und enttäuscht oder sind wir zufrieden oder sind wir sogar recht stolz. Wo ist denn unsere Gefühlslage einzuschätzen? Ja, stolz kann man auf jeden Fall sein auf die Leistung, weil wir haben der besten Mannschaft der Liga alles abverlangt, meiner Meinung nach. Also der qualitativ bestbestückten Mannschaft alles abverlangt. Und wenn man sich mal wieder die Chancenqualität anschaut, auch wenn Dresden öfter geschossen hat, haben mir einfach pro Schuss die höhere Chancenqualität. Leider Gottes liegt es bei uns momentan ein bisschen an der Schussgenauigkeit, dass wir den Ball nicht nahe bringen. Und dann natürlich das eine Ding da vom Swartz, dass der Broll den von der Linie kratzt.
Das ist halt dann für uns Pech, für Dresden Glück, für ihn wahrscheinlich sagt er, ey, ich kann das halt. Ja, Ja, aber. so wie der reagiert hat, war das auch die Parade seines Lebens, oder? Hat er nicht geheult danach fast oder so? Ja, später hat er dann noch Tränen in den Augen gehabt, hat der Kutschke im Interview gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne den Dresdnern den Sieg, weil den haben die sich erkämpft und erarbeitet. Für uns ist es halt deswegen schade, weil wir halt echt dran waren. Ja. Und wenn ich mir jetzt das erste Tor anschaue, wie das fällt, nicht das Tor an sich, sondern die Situation davor, wo es den Eckball gibt. Da geht der Verlat mit dem Kopf hin und köpft ihn zur Ecke. Wenn der Verlat da seinen Schädel wegnimmt, dann hat der Hiller den Ball und es gibt Abschlag. Okay. Thomas. Das, 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 ich will da jetzt nicht sagen, dass der Verlat da jetzt Scheiße gebaut hat, weil das machst du in dem Moment. Du spielst ihn da zur Ecke raus, ganz klar. Das war halt nur so eine Situation, wo ich mir denke, so Kruzifix, wenn du da nicht vor dem K-Block stehst und nicht hörst, was dein Torhüter dir sagt, ja, weil der hat hundertprozentig Leo vorgeschrien, dann passiert sowas halt. Thomas, Ja. Wasser auf deine Mühlen, Kritik an Verlat. Nee, ist ja nicht Kritik. Nein, 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 Verlat Doch, wird das nicht. ich find schon, dass der Verlat da nicht gut ausschaut, weil der Kutschke halt schon einfach zum Kopfball kommt. Also muss ich einfach so sagen. Ich finde, das ist nicht gut verteidigt. Meinst du jetzt zur Entstehung der Bei, Ecke oder bei, das er Tor meint das Tor selber? Beim Tor selber. selber. Beim Tor Er meint selber. das Tor selber, aber das will ich gar nicht kritisieren. Die Situation vorher, die dann zu der Ecke geführt hat, war blöd. Ja, dass der Kutschke da rauskommt und so weiter. Bei der Ecke hast du eh immer Raumdeckung, keine Manndeckung. So wie wir das spielen, das ist dumm gelaufen. Da, also wirklich keine Kritik an niemand. Das ist einfach ein scheiß Tor und das ist halt passiert. Aber da haben wir ja auch dann eine halbe Stunde später dann ausgeglichen. Das war ja alles da noch nicht so wild. Und dass wir dann, nachdem wir ja am Ende von der ersten Halbzeit wirklich den Fuß auf dem Gaspedal hatten und wir das Dresden gut kontrolliert haben und nicht wirklich viel zugelassen haben, ja, dass wir dann aus der Halbzeit kommen und erstmal wieder brauchen, um reinzufinden und nicht wieder gleich da sind. Das ist so ein bisschen das gewesen, wo ich mir gesagt habe, ah. Ja, und dann finden wir wieder rein ins Spiel und sind gerade wieder dran, die Kontrolle zu finden. So 10 Minuten lang waren wir wieder die bessere Mannschaft und dann kommt diese kalte Dusche mit dem abgefälschten Schuss. Ja. Und das hat uns dann natürlich ergebnistechnisch das Genick gebrochen, aber die Mannschaft hat nicht aufgesteckt. Ja, die sind weiter marschiert, die haben alles versucht. Das in Dresden grundsätzlich schwer ist, irgendwie in die Box zu kommen, wissen wir alle, aber dass der Großteil unserer Abschlüsse einfach auch aus der Box gekommen ist, muss man halt auch wieder lobend erwähnen, ja, weil Dresden hat fast die Hälfte seiner Schüsse von außerhalb getätigt, wir glaube ich nur einen oder zwei. Okay. Und das sind schon so Sachen, wo man sieht, die wissen, was sie machen, die wissen, was sie wollen, die haben alle an genauen Plan, wie das laufen soll. Nur, dass ein Plan nicht immer funktioniert, das ist halt anders als beim A-Team, wo man es liebt, wenn ein Plan funktioniert. Schön gesagt. Thomas, weil du gerade so ein bisschen versucht hast, auch nochmal Kritik beim Tor am Verlat zu üben, ist ja eigentlich auch im Stadion immer unser Lieblingsthema. Diese Rettungstat auf der Linie, die hast du aber auch gesehen, oder? Wann war das? Also, wo Ja, er. die war super. Aber die hat halt das Wettgemacht, wo er sich hat da so amateurhaft überlaufen lassen. ein Okay. paar Minuten vorher. Also, ja, Dein mei, und Lieblingsspieler dann war wird er einmal, einfach glaube nicht ich, haben wir mehr. noch Glück gehabt, dass es keinen Elfmeter gegeben hat, wobei da hat er nichts dafür gekonnt, wo er an die Hand geschossen wurde. Und ich meine. Ich sehe es ähnlich wie der Bernd, die haben echt alles gegeben, auch gegen wirklich eine starke Mannschaft von Dresden, die, wie ich finde, auch am Anfang da extrem mit Schaum vor dem Mund rausgekommen ist und mit richtig krasser Unterstützung auch vom Publikum. Da haben sie sich auch ein bisschen beeindrucken lassen, war so mein Eindruck am Anfang. Okay. Aber ich finde auch, sie haben sich echt super verkauft.
Ich denke trotzdem auch, dass Dresden verdient gewonnen hat, weil die hatten schon die besseren Chancen. Dann dieser vielleicht Elfmeter mit dem Verlat-Handspiel. Und was wir halt diese Saison überhaupt nicht hinkriegen, sind irgendwie späte Tore für uns selber. Also so der, wenn der Schwarz den reinköpft am Schluss, sagt man ja, glücklicher Punkt, nicht ganz unverdient und so. Aber wir haben tatsächlich irgendwie, ich habe versucht, eine Statistik zu finden. Ich war aber zu blöd, das in den Weiten des Internets zu finden, wann wir unsere Tore schießen. Aber so mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall nicht mehrheitlich in der letzten Viertelstunde. Haben wir Und das überhaupt? ist vielleicht schon noch was, was Sie für nächste Saison dann durchaus noch mal verbessern könnten. Haben wir überhaupt in den letzten 5 Minuten Tore geschossen? Ja, ich kann mich nicht erinnern, aber. Michi? Bernd? Wisst ihr was? Sekunde, Seite lädt gerade. Also, Ah, du hast wieder deinen super Statistikzugang, oder? ja, ich habe wieder meinen super Na, Statistikzugang. Mann, da googelt man so viel rum und der Also, andere hat gleichen Zugriff. wir schießen nicht mal ein Fünftel Tor in der letzten Viertelstunde. Okay. Also im Prinzip haben wir da gar nichts. Ja, wir haben zwar eine relativ gute XG, aber wir treffen nicht. Also auch am Schluss. Also wir haben Chancen zum Schluss, Perfektes aber wir machen sie Reaktor. halt nicht rein. Okay, ja, schade eigentlich. Ja, Aber. aber was ich jetzt nochmal sagen wollte, habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Kruzifix. Dann war es nicht wichtig. Doch, war es Nein, eigentlich schon. Ach genau, richtig. Man muss sich jetzt das Spiel einmal so anschauen. Wir haben in dem Spiel irgendwie insgesamt von beiden Mannschaften 650 Pässe gesehen, ungefähr. Und wir haben nur 14 Fehlpässe mehr gespielt als die Dresdner. Okay. Das ist schon mal so ein Ding, wo du sagen kannst, da ist schon echt ein Plan dahinter und man sieht, dass mir, also insgesamt waren es natürlich mehr als 14 Fehlpässe, aber 14 mehr als die Dresdner. Ja. Ja, und das ist schon, also für das, wo Dresden steht und wo wir stehen und welche Ambitionen da zum Tabellenbild ja hin sind. Dresden will ja unbedingt aufsteigen. Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen. Wir sind auf einem guten Weg. Allerdings am Samstag jetzt dann, am kommenden Samstag wird es echt wichtig, dass man Wieder. da wieder mit einem Erfolgserlebnis rausspazieren, weil sonst hängt uns 3 Niederlagen am Stück für 2 Wochen im Knack. Und dann, wir kennen ja die Münchner Presse. Da reden wir gleich noch drüber. Vereinzelt hat man gehört, jetzt nach dem Spiel, dass man sagt, mal, das Dresden war ja so angeschlagen und die waren ja sowieso jetzt irgendwie in der Krise und so weiter. Und da hätte man doch viel mehr holen müssen. Aber ich würde gerade sagen, nein, das war ja genau der Punkt. Die haben sich da eben jetzt befreit. Und als das frühe Tor fällt, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, eieiei. Und dann glaube ich, haben es gleich noch kurz später noch Riesenchance irgendwie. Und dann Ein habe ich. Abseits-Tor war da. Ah, genau. Und dann habe ich mir noch gesagt, heieiei, wie war das mit dem gegen Lübeck hier? Gut, wir sind nicht Lübeck, aber ich meine, wenn es dann mit 7 Dingern daheim fährst oder so, fühlt sich auch nicht gut an. Ich würde gerne noch kurz über das Tor für uns sprechen. Wie war denn das? Kunde, da gleich dazu, nur noch mal zu dem Dresden, dass die ja so eine Krise hatten und so weiter. Die hatten halt eine Abschlusskrise, ja, die haben das Tor nicht getroffen. Und eine Aber Ergebniskrise. ja, Ergebniskrise, whatever, aber Ja. Krise hatten die keine. Ja. Die müssen das Essen, das spielt bei denen 2 zu 2, denen müssen die mindestens 5 mitgeben. Ja gut, aber Ja, eine gewisse Krise wenn habt ihr man sich doch das irgendwie anschaut, gehabt. Also. was Dresden da für Chancen gehabt hat in dem Spiel gegen Essen, da, also die Essener wissen heute noch nicht, wie die den Punkt geholt haben. Michi, du wolltest auch was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen zu dem Gegentor, zu dem 1-0, also weil da vorher die Kritik am Verlat war, oder? Aber man muss sagen, das hat der Kutschke echt gut gemacht. Also der ist entgegengegangen und ich war selber Innenverteidiger. Ich sage, das Ding ist nicht zu verteidigen, weil der hinter dem steht und der geht einen Schritt entgegen. Was willst du da machen? Den kannst du ja nur über den Haufen rennen. Und der macht das halt super. Also muss man ehrlich sagen, aus der Situation den Kopfball da in das lange Eck zu bringen, ist, ich weiß ja nicht, ob er es wollte oder nicht, aber es hat auf jeden Fall gut gemacht und es war nicht zu verteidigen aus meiner Sicht.
Also vorher vielleicht, klar, die Ecke kann man jetzt diskutieren, aber nicht den Abschluss. Und das andere noch, also weil der Bernd vorher gesagt hat, mit den Toren zum Schluss, ich sage mal ganz ehrlich, das ist für mich eher Zufall. Ich glaube nicht, dass die da Konditionsmängel haben oder sonst was. Ich glaube, das ist einfach ein Glück oder Unglück. Ich meine, Fußball ist halt so ein Thema, da hat man mal gute Situationen und mal schlechte. Manchmal häuft sich das und im Moment haben wir halt einfach kein Abschlussglück am Schluss. Ja, Aber das war das ist ja eigentlich genau eine das, was ich sage, Geilheit. weil die Chancen, die haben wir ja. Die Chancen sind ja da. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie eine scheiß Schussquote hätten oder irgend sowas, sondern wir bringen den Ball einfach nicht in der letzten Viertelstunde über die Linie. Das ist Also, halt. ich meine, das Gegentor war doch ein totales Scheißtor, oder? Wenn der Quattro da seinen Fuß nicht reinhält, wofür ich ihm wirklich keinen Ach so, Vorwurf das, ja klar, mache, das war dann Scheißtor. hat der Hiller, der kann er noch gähnen, bevor er den aufnimmt. Also ganz ehrlich, das war halt echt scheiße. Und der Bernd hat es vorhin schon angesprochen, halt auch zu einem Zeitpunkt, wo das so überhaupt nicht in der Luft lag. Also da hat das Echtzig tatsächlich so leicht Oberwasser in der zweiten Hälfte endlich mal wieder. Und dann sowas. Irgendwer hat vorhin gesagt, ja, dass man Angst haben hätte können, dass die da unter die Räder kommen. Da habe ich tatsächlich seitdem Janikis überhaupt keine Angst mehr davor. Ich habe das Also, gesagt. Gerade so, wo dann du das hast es gesagt. 2-0 nicht anerkannt. Ja, da fällt das 2-0, was dann nicht Anerkennung findet wegen Abseits. Und dann habe ich mir schon gedacht, eieiei. Und wenn das jetzt, also so, als der Ball im Netz, also nicht sofort klar war, dass es nicht zählt. Und dann, das war kurz nach dem Tor erst, oder? Glaube ich, ein paar Minuten oder so. Ja, aber das war ja eigentlich vorher schon zu sehen, dass das Abseits Ja, war. aber. Also. Aber Ja, dann geht von es halt uns aus dahin, nicht. meine ich, wenn es dann das 2-0 kassierst. Aber gut, nein, also ich war jetzt auch nicht panisch, aber ich habe mich halt dann kurz erinnert an dieses 7 zu 2. Also insofern, ja. Ich will unbedingt Nee, noch also ich. über unser Tor sprechen. Und da will ich den Michi jetzt mal speziell hören dazu. Weil wir haben es ja, wie gesagt, alle dann nur am Fernsehen gesehen. Aber was war da mit der Dresdner Hintermannschaft los? Also ich nehme das dann so wahr, dass der da so frei zum Schuss kommt, das ist ja schon auch Wahnsinn, oder? Also das Ja, war dann so. das hat schon sehr desorientiert gewirkt, aber das hat natürlich, war natürlich auch ein wunderbarer Querpass. Also das muss man auch sagen. Ich meine, der war von der Grundlinie weg und dass ich, aber der war nicht unabsichtlich. Man hat es ja nochmal gesehen, dann auch in der Zeitlupe, dass er tatsächlich reingeschaut hat und geschaut hat, wo steht der. Also es war schon ein geiles Tor einfach. Aber der Und steht da mutterseelenallein. ja, den haben sie einfach übersehen. Also da war ja der Ganz. Innenverteidiger war ja irgendwo so davor im Raum gestanden und der war einfach nicht im Bild. Das muss ich Bernd, einfach sagen, was? das war ein Fehler. Ja, red weiter. Ich will den Bernd fragen, was da los war mit der Dresdner Abwehr oder wie, ob. Lass doch erstmal Michi fertig reden. Ah, einer Nee, nach dem anderen. nee, also ich sehe es einfach als klassischen Abwehrfehler, wie er halt so passiert. Das heißt, der ist kurz reingegangen, der Innenverteidiger, und hat den hinter sich völlig aus den Augen verloren. Der war halt einfach die 2 Meter versetzt gestanden und der Pass war halt perfekt. Ja, der Nankishi, der trabt da ja auch erst ein. Also der kommt ja, der schleicht sich ja quasi vom linken Flügel da rein und wird möglicherweise auch so ein bisschen nonchalant. Man sieht es ja im Fernsehen nicht so genau, weil die Kamera ist ja voll auf dem Schröter. Und der wird sich da so ein bisschen so nonchalant, so, ja, ich gehe jetzt mal dahin. Und in dem Moment, wo der Schröter an die Grundlinie geht, nehme ich an, hat der Nankishi dann Tempo aufgenommen und ist da reingegangen. Also das war ganz klar geplanter Spielzug. Weil der Schröter auch noch schaut, wo steht er jetzt genau. Und dann kriegt er den Ball da genau hin und dann versenkt er die Kugel natürlich. War zu, sage ich jetzt mal, 70% ein Schröter sein Tor. Also wie der das da macht, an die Grundlinie runter, schauen, passen, den einen Innenverteidiger auch noch mitnehmen und trotzdem ihm keine Chance lassen. Das sind so Sachen, die der Schröter echt gut kann. Und doch darf der Nankishi dann nicht so allein stehen, oder? Ja. Ja, wie gesagt, der Michi hat es ja schon relativ gut gesagt. Also der ist ihm, dem Verteidiger vermutlich nicht aufgefallen, weil er halt da so ein bisschen sich reinschleicht. Lamm heimlich. Ja, genau. Ich, Thomas, du hast. Ja? Du ich sprichst? finde, dass ihr den Lakenmacher total vergesst bei diesem Tor, weil der sich da so geil hat fallen lassen ins Mittelfeld und dann den Schröter erst so eingesetzt hat.
Und ich hätte jetzt dem Lakenmacher 40% an diesem Tor gegeben. Dann sind wir Wenn schon der bei Bernd 110. Schröter 70 gibt, dann stimmt schon irgendwas nicht. Außerdem mein Kiki gar nicht sein Tor, oder? Kishi kriegt nichts. Also Ich meinte jetzt glaube. die letzten beiden Aktionen. Da hat der Schröter 70 und dann Kishi 30. Aber wenn du jetzt den Lagenmacher natürlich noch in den Aufbau mit einbeziehen willst, dann haben wir vielleicht 40, 40, 20. Aber wollen wir uns jetzt da mit solchen spekulativen Zahlen aufhalten, weil Doch, ist unser Bildungsauftrag pass heute auf, Mathematik. ich sage 100% Yannickis, weil dessen einstudierter Spielzug war, meines Ja, Erachtens. Wunderbar. das kann man so unterschreiben. Also definitiv einstudierter Spielzug, beziehungsweise geplanter Spielzug. Ja, generell war das ja, wie wir da versucht haben, das Spiel in die Box zu treiben. Von Dresden war ja sowieso relativ zwingend eigentlich, nur haben wir halt leider oft in der Box dann das Problem gehabt, dass irgendein Dresdner bei den Pässen dann auch den Haxen wieder dazwischen gekriegt hat. Also wir haben einfach von den in die Box gespielten Bällen nicht so viele Ballkontakte dann gehabt, wie man es sonst vielleicht manchmal schaffen. Gut. Sind wir dann mit Dresden fertig in dem Sinne? Oder Nee, gibt es eins noch hätte ich irgendwas? noch. Ihr habt Zwei Sachen hätte ich noch. zwei Sachen, die darfst Zwei du noch Sachen, das geht loswerden. aber schnell. Das Aber eine ist bitte. nur das Thema Zeitpunkt des zweiten, also das 2-1 für Dresden. Das war wirklich bitter, muss man sagen, weil da auch der Support der Dresdner schon ziemlich runtergefahren war. Also man hat es spürbar gemerkt, wir hatten, glaube ich, gefühlt zumindest, ein bisschen Überhand bekommen. Und das hat natürlich dann, also ich sage mal, nur 5 Minuten länger, dann hätten wir sicher gute Chance gehabt, das für uns zu biegen, das Spiel. Bin ich ziemlich sicher. Also man hat nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie jetzt nur in die Hose gehen könnte, ehrlich gesagt. Und das Zweite, das muss man also wirklich nur mal hervorheben, das ist diese unfassbare beschissene Beschallung da drüben. Also vorm Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel, ich habe sowas noch nie gehört. Das war wie Rolf Zukowski, die Weihnachtsbäckerei, sage ich mal, auf Dresden gemünzt. Das war unfassbar. Das waren reine Kinderlieder im Prinzip. Und die haben die alle mitgesungen. Also wirklich, wir waren alle perplex. Wir haben gesagt, das gibt's nicht. Was ist das? Was haben die da für Lieder? Das ist unglaublich. Und alles so mit noch ein bisschen so mit so abgemischt, mit so Disco-Beats drunter. Also Vogelwild. Vogelwild, ich kann es nur sagen. Also, das war das Schlimmste, was ich, glaube ich, jemals gehört habe in einem Stadion. Und das halt noch in einer üblen Lautstärke. Ich finde es schlimm, dass du jetzt den Rolf Zukowski hier so ein bisschen basht, aber generell Nee. verstehe ich, was du Ja, im meinst. Fußballstadion hat er halt nichts verloren. Das ist. Erster Spieltag der letzten Saison, Bernd Thomas, wart ihr da? Da war nichts. Ich war da, ich kann mich an nichts erinnern. Hat sich was verschlechtert in Dresden, ja? Also Gott sei Dank müssen wir da nicht mehr hinfahren. Aha. Wir waren alle Ich war das schockiert. letzte Mal 2005 in Dresden, wo dieses ganze schöne Stadion in diesen Hintergrundbildern, wo wir heute beide ja dasselbe ausgewählt haben, noch gar nicht stand. Und da sind wir so spät gekommen, dass sich das 60 schon 3-0 geführt hat, als wir das Stadion betreten haben. Und ich von Vorspielmusik verschont geblieben bin, wenn ich mir das von Michi so anhöre. Zur Pause angekommen oder so, oder? Ja. Kurz 5 Minuten vor der Halbzeit, ja. Ja, das Gleiche ist mir ja 1994 widerfahren, an diesem Wochenende um den 3. Oktober, als ganz München sich auf den Weg darüber macht und wir dann in der Pause. Ich glaube, da haben wir aber 1-1 gespielt im, ja, genau. Freitagabend war das, oder? Genau, und ich Ja, da glaube, war ich auch. 3. Oktober war Samstag oder Sonntag. So, jetzt machen wir aber Moment. endgültig noch Nur was. ja, wichtig, weil ganz zum Schluss nur als Beispiel. Das letzte Lied war dann So sehen Sieger aus. Ja. Schal. Also ich sage nur, das macht man nicht. Das ist Okay. einfach Das nicht ist ja schön. wie beim Skispringen. Gut. Ja, genau. Also es war einfach schlecht. Ja, Ja. dann bleibt zurück. Schönes Spiel unserer Löwen, aber schlechte Beschallung in Dresden. Genau. So, neues oder ganz anderes Thema. Nach 29 Spielen sind damit jetzt über drei Viertel der Saison rum und ich würde ganz gerne an der Stelle, das wünsche ich mir einfach jetzt mal kurz so ein bisschen über die Lage der Liga sprechen.
Da wir jetzt über Dresden schon relativ lang gesprochen haben, konzentrieren wir uns heute jetzt mal vielleicht auf das Thema, mit dem 60 nicht so viel zu tun hat, wobei mit dem anderen Thema haben wir auch nicht viel zu tun, nämlich heute mal vielleicht Aufstiegsfrage. Können wir dann in einer der nächsten Sendungen vielleicht mal auch uns das mit dem Abstieg, ist ja auch relativ dramatisch, da wird es ja irgendwie einen, auf mindestens einen großen Namen zerbröseln. Aber reden wir mal über Aufsteiger. Ich habe aus ganz persönlichem Interesse mal auf 60er.de haben wir eine Umfrage ja gestartet, ja, wo man angeben konnte, welche zwei direkten Aufsteiger man denn nun erwartet. Jetzt haben wir doch vorhin auch darüber geredet, ob wir überhaupt nächste Saison Dresden kennenlernen. Kennenlernen, Dresden nochmal bereisen werden dürfen und ähnlich lustige Erlebnisse haben dürfen wie der Michi und gute Musik hören. Ja, wenn es nach unseren Lesern geht, dann ist es nicht der Fall. Also 38% der Stimmen entfallen darauf, dass Dresden zu den direkten Aufsteigern gehören wird. Am Anfang war da Regensburg dann noch Platz 2. Das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend. Nach dem Ergebnis von gestern ist es jetzt Ulm mit 26%, Regensburg 25%. Also das sind dann so die drei, von denen man ausgeht, dass zwei davon es schaffen werden. Und dann haben wir ja noch so Mannschaften wie Preußen Münster. Da kommen wir ja auch gleich noch dazu. Immerhin auch 4%. Sandhausen und Haching kriegen noch 3% und dann bleiben am Schluss eigentlich nur noch mit 1% Saarbrücken, Essen, Ingolstadt, ja, und Aue hat nur 2 Stimmen, das ergibt dann rechnerisch 0%. Also, das ist so die Erwartung unserer Leser. Wie sieht es denn bei uns aus? Bernd, wer steigt auf am Ende? Welche zwei Teams? Direkt. Ja. Ja, gut, also die Vermutung, dass Dresden und Regensburg oder Ulm da oben auf den ersten beiden Plätzen landen, ist vermutlich nicht so ganz verkehrt. Was Ich hast du denke allerdings, angekreuzt? dass ich aus diesem Dreikampf, so wie das Münster unser nächster Gegner jetzt in den letzten Wochen auftritt, möglicherweise noch ein Vierkampf wird und sich einer von den drei Vorderen da möglicherweise doch noch ein bisschen wärmer anziehen muss, wenn da vielleicht auch so eine kleine Ergebniskrise nochmal irgendwo eintreten sollte. Da, weil das Münster, was die momentan tatsächlich offensiv abreißen, da und Tore schießen wie am Fließband. Ich meine, am Wochenende gegen Halle nur eins, aber davor in den anderen drei Spielen davor jeweils drei. Das ist schon nicht so von der Hand zu weisen, dass die möglicherweise da nochmal mit eingreifen. Und wenn es ganz blöd läuft, wenige Punkte hinter den Münsteranern, nämlich genau drei, lauert auch noch der andere Aufsteiger aus Haching. Tja. Ja, die sind jetzt vom Relegationsplatz auch nur noch 6 Punkte entfernt. Wobei ich allerdings bei Haching glaube, dass es an der Offensive nicht reichen wird, dass die da wirklich nochmal eingreifen, aber wer weiß. 7 sind es, gell? Haching hat 46 und Dresden 53, aber 6 oder 7 Punkte, das ist alles Ah, 7 Punkte, macht nichts. Entschuldigung. Ja, Aber aber Haching jetzt hat ein Spiel weniger. stimmt. Gegen Saarbrücken oder gegen wen? Warte. Ja, Gegen vermutlich Saarbrücken, gegen ja. Saarbrücken, weil die haben ja so ein leichtes Rasenproblem da. Ach, da ist jetzt eine Drainage drin, das läuft jetzt. Und die spielen ja morgen Pokal gegen Gladbach auf diesem tollen Rasen. Regnet es in Saarbrücken? Nein, jetzt schweifen wir ein bisschen. Ja. Wir schweifen gerade ab. Wir schweifen ab. Kannst du jetzt mal bitte auf zwei festlegen? Also, es waren sehr schön deine Ausführungen, auch schon ein bisschen was zu Münster vorweggenommen. Aber wer schafft es am Ende jetzt? Leg dich mal fest, ohne dass du der große Tipper bist. Du musst ja kein Ergebnis tippen. Wer steigt auf? Dresden und Ulm. Dresden und Ulm. Okay, Thomas, du kannst dich ja dem Bernd jetzt anschließen, dann bist du auf jeden Fall auf der kompetenten Seite. Aber wer sagst du, steigt auf? Ich sage es nicht gerne, aber ich glaube Ulm und Münster. Ernsthaft? Oder willst du nur was anderes sagen? Das Nee, wäre. also. Und Haching Relegation dann, oder wie? Nee, ich glaube Dresden-Relegation. Okay. Und Münster hat, glaube ich, die letzten 7 Spiele oder was nicht mehr verloren oder Ja, da sogar kommen wir noch gleich dazu. mehr. Jetzt nehmt doch nicht alles schon vorweg. Da kommen wir doch gleich noch auf Münster. Das ist unser nächster Ja, Gegner. aber du hast mich doch gefragt, warum. Und Ja, jetzt muss ich es stimmt. halt Ja, hast herleiten. recht. Entschuldigung. Ja, hast Also recht. Münster hat einfach eine brutale Tendenz, sage ich jetzt mal so.
Während Regensburg und Dresden ja ziemlich am Schwächeln sind und Ulm, die sind auch total geil drauf, glaube ich. Und ich glaube ja schon viel an Mentalität und so Sachen wie, wenn es läuft, dann läuft und so weiter. Und wenn ich da die letzten Spiele einfach mal hochrechne, so die Punkteschnitte, ich gehe sowas immer ein bisschen mathematisch an, dann läuft es auf Münster und Ulm hinaus. Und das wäre natürlich total krass, weil dann würden zwei Aufsteiger aufsteigen. Das gab es wahrscheinlich noch nie. Und nachdem im Vorjahr ja Elversberg als Aufsteiger auch aufgestiegen ist, wäre das sozusagen in 2 Jahren von 4 direkten Aufsteigern 3, die erst in die Liga gekommen waren und alle mit einem schwarz-weißen Logo. Ja, und zwei davon aus dem Südwesten, oder? Also das ist ja schon auch noch interessant. Und Ulm hat natürlich auch große Chancen, die müssen nämlich nicht mehr gegen uns spielen, weil die uns schon zweimal geschlagen haben in aller Ruhe. Okay. Aber ich würde mir eigentlich, ich mag den Joe Enochs sehr gerne und ich finde, was der in Regensburg gemacht hat, selbst wenn sie am Ende nicht aufsteigen, ist schon Wahnsinn, weil das hätte ich nie erwartet vor der Saison. Aber ich glaube, die sind so ein bisschen dabei, das zu verdanteln. Und Dresden, denke ich, wird vielleicht mal wieder Relegation gegen Kaiserslautern spielen. Das wäre ja auch mal wieder schön. Frage nicht, wer sich dann durchsetzt. Jetzt Michi. Und Ja, Thomas, ja. noch kurz. Es sind jetzt 10 Spiele, die das Münster am Stück nicht verdammt. Achso, ja, genau. Wahnsinn, oder? Ich glaube, die haben tatsächlich gegen die von dir angesprochenen Hachinger das letzte Mal verloren, vor Weihnachten noch. Alles nehmt ihr vorweg, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Naja, gut. Ja, da hast du recht. Ja, wir kennen uns halt aus. Ja, Dann ist darfst du ja gemein. nicht so Fragen stellen. Macht's euren Schmarrn selber. Michi, wer steigt auf? Ja, also ich habe ja beim Tippspiel teilgenommen auf 60er.de und da habe ich mich auf Ulm und Dresden festgelegt, weil ich glaube, Münster. Jetzt, Jetzt, heute nicht vor der Saison bei unserem Pick-Tipp-Tippspiel, sondern jetzt halt bei Nein! der Umfrage, Dann, meinst du? dann wäre ich ja Seher. Also Ja, das ist wieder was visionär. anderes. Na, jetzt bei Okay. der Umfrage. Und weil ich heute glaube, dass jede Serie dann irgendwann ja auch mal reißt. Also mit jedem Spiel steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie reißt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die beiden am stabilsten unterwegs sind. Also ich glaube, Dresden hat jetzt gezeigt, gegen 60, also wir waren ja wirklich gut, dass sie schon sehr stabil unterwegs sind wieder. Und Ulm sowieso. Also ich glaube, die Okay. beiden Teams werden sich durchsetzen am Schluss. Soll ich auch sagen, wer ich glaube und wen ich angekreuzt habe? Weil es ist Ja, nochmal kannst eine andere gern. Variante. Ich habe Dresden und Regensburg. Ich glaube, am Ende des Tages werden sich die zwei dann doch durchsetzen, die auch ja die meiste Zeit, auch sage ich jetzt mal der Hinrunde und so, im Endeffekt da die Tabelle dominiert haben. Das ist meine Begründung. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie da ein Aufsteiger durchmarschiert und irgendwann wird auch dieses Ulm das Muffensausen kriegen, wenn die dann wirklich, ja. Aber es ist interessant. 4 Leute und 4 unterschiedliche genannte Teams, aber ich glaube, Ulm ist am häufigsten genannt worden. Ulm habt ihr jetzt, oder? Ja. Müssen wir jetzt nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Ist ja Ulm hatte wurscht. jeder, glaube ich, ja. Nee, ich nicht, ich nicht. Ich Ach, habe ja du nicht, ja, Dresden. stimmt. Ich weiche ab. So, gut. Das ist, wie gesagt, die Umfrage. Da kann man noch ein bisschen teilnehmen dran. Wir werden allerdings morgen wahrscheinlich also morgen, wenn die Sendung dann läuft, heute, aber eine neue Umfrage reinstellen, aber das war auf jeden Fall sehr schön, dieses Meinungsbild der 60er.de-Leser, das sich ja dann aber auch, sage ich jetzt mal, weitestgehend mit dem, was wir hier gesagt haben, deckt. Wie gesagt, außer dieses Münster, das ist so ein bisschen, da bist du so ein bisschen der Außenseiter. Und da kommen wir auch schon zu Münster, nämlich dem nächsten Gegner. Ich schreibe mir ja da immer so ein bisschen was raus, das habt ihr einiges schon vorweggenommen. Wichtig ist, dass wir festhalten, der Tabellenführer kommt nach Giesing am Samstag um 14 Uhr Samstag, oder? Ja. Ja? Der Rückrundentabellenführer. Ganz genau. In 10 Spielen holen die 24 Punkte. In den 19 Spielen der Hinrunde war es nur einer mehr. Ja, also 25 da. Und genau, irgendwie bisher 7 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage. Wie viel da sind wir denn eurer Meinung nach in der Rückrunde? Nicht nachschauen. Weiß nicht, Britta vielleicht. Sind jetzt andere Meinungen? Nicht nachschauen. Schaust du Ich da würde eher auf den hin? Ich sechsten würde Platz. sagen, 5. mittlerweile. Sehr gut, sehr gut. Bernd, jetzt bist du in der, aber das ist auch nicht dein Metier, diese Statistik in der Form. 5. sind wir, genau. Aha.
Ehrenwert. Ist also ein echtes Spitzenspiel. Fünfter gegen Erster. Tatsächlich haben die jetzt nicht nur, wie habt ihr gesagt, 10 Spiele, genau. Die haben tatsächlich 5 Siege in Serie, davor zweimal unentschieden und die letzte Niederlage, es wurde schon vorweggenommen, 16.12. in Unterhaching. Jetzt könnte man sagen, dann wird es mal wieder Zeit, dass sie hier in den Süden, in den Großraum München kommen und sich eine Niederlage abhören. Bernd, was müssen wir tun, damit es dann auch so funktioniert? Hast du einen Tipp für den Herrn Janikis? Ich habe jetzt von Münster tatsächlich nur ein Spiel, nämlich das gegen Halle gesehen, und das war jetzt sehr dominant vom Ballbesitz her. Allerdings nicht so, dass die viel zwingend nach vorn gemacht hätten. Auch von dem, was sie aufs Tor gebracht haben. Da war tatsächlich nur ein Schuss, der wirklich aufs Tor gegangen ist, und der war dann tatsächlich auch drin. Okay. Aber grundsätzlich müssen wir halt gegen das Münster uns auf eine brutal kompakte Defensive und sehr, sehr zügiges, schnelles Spiel, hohe Passfrequenz nach vorne einstellen. Das heißt, sobald die den Ball haben, geht's, wenn es im Umschaltspiel ist, richtig die Post ab. Wenn die sich im Positionsspiel befinden, dann brauchen es immer ein bisschen. Aber wenn es dann quasi den Angriff auflösen, geht es mal auslösen, geht es meistens auch relativ zügig nach vorn. Und dann hast du da ganz vorne diesen Grotkowski stehen, der halt auch tatsächlich weiß, wo das Tor steht. Es wird nicht wirklich einfach. Jetzt ist Münster auch eine Mannschaft, die nicht so viel mit Flanken arbeitet, sondern das Ganze alles vorne spielerisch lösen will, irgendwie über Läufe oder Kombinationen in die Box kommen möchte und das auch ja im Prinzip sehr dominant schafft, sich da Räume zu erspielen, wie es dann da reinkommen. Wir müssen da wirklich, also vor allem defensiv aufpassen, und offensiv müssen wir schauen, dass wir in den offensiven Achterräumen und im Zehnerraum, da braucht man Überzahl, damit wir da durchkommen durch dieses Abwehrbollwerk. Okay. Warum finden die sich erst im Laufe der Saison dann? Das ist ja alles wahnsinnig von Kontinuität geprägt bei denen. Trainer schon ewig dabei und so weiter. Und aber warum haben die jetzt in der Saison so doch relativ gebraucht, wenn man sich die Statistik der Hin- und der Rückrunde anschaut? Rein, wenn, so wie du das beschreibst, würde man sagen, das ist doch was die halt so spielen und das spielen die doch schon die ganze Zeit. Warum funktioniert das erst jetzt? Ja, da bin ich jetzt gerade im Moment noch ein bisschen überfragt. Also Ja. ich verfolge Münster auch nicht die ganze Saison über. Das sollst du vielleicht mal tun. Ja, es ist, Alle 20, die ganzen. es ist tatsächlich so, dass das Münster auch in den anderen Spielen, die ich mir anschauen muss, sehr, sehr selten nur auftaucht, weil das nicht irgendwie so ist, dass das eine Mannschaft ist, die man dann aus dem Grund, dass die immer irgendwie einen Gegner haben, der vor uns dran ist, wie zum Beispiel Halle. Halle, ich keine Ahnung, wie viele Spiele ich diese Saison schon von Halle gesehen habe. Ach, auch nicht Ja, vergnügungssteuerpflichtig. nein, nicht unbedingt, aber das ist immer so ein Spiel. Halle, ja, die sehe ich öfter. Okay, Und aber Münster vor der Vorbereitung auf das Hinspiel, ja, aber da habe ich jetzt auch auf die alte Taktiktafel vom Herbst keinen Blick noch geworfen, weil man weiß es ja nicht, was sich da möglicherweise verändert hat. Dann haben sie in der Winterpause auch ein paar Neuzugänge gehabt. Unter anderem haben sie da noch einen Stürmer sich geholt von Ruch Czortsow, wo auch immer das ist. Ein Polen. Dominik Stetschyk, den haben sie ausgeliehen. Pole, vermutlich ist es dann auch in Polen der Verein. Muss ich mir alles, wie gesagt, noch genauer anschauen. Ich habe jetzt nur das Halle-Spiel gesehen. Münster daheim gegen Halle. Und das war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen.
Kann man dann aber nachlesen in der Taktiktafel, was uns da erwartet? Das ist ja mal Ja, klar. das kann man am Freitag, weiß ich da drüber mehr und dann wird jeder von euch viel, viel besser informiert sein als jetzt. Das ist immer der kleine Werbeblock an der Stelle. Irgendjemand hat vorhin gesagt, wenn du jetzt da wieder verlierst gegen Münster, dann ist natürlich schon wieder heller Aufruhr, drei Niederlagen am Stück und so weiter. Michi, was erwartest du denn dann jetzt gegen Münster? Jetzt mal auch jenseits dessen, dass du nicht alle Spiele von Münster in den letzten Wochen gesehen hast. Nee, man sieht ja, man, da muss ich nur die Tabelle anschauen. Münster hat den stärksten Sturm der Liga. Also ist das schon mal ein starker Hinweis, dass die offensiv nicht schlecht sein werden. Das heißt, da muss man natürlich schauen, dass wir wenig zulassen und wahrscheinlich auch sehr kompakt stehen. Und ja, ansonsten sieht man, dass wir also defensiv deutlich besser sind. Also mit wie viel? 7 Gegentore weniger aus den 29 Spielen. Also das ist schon, finde ich, signifikant. Das heißt, also da, wenn man, ich gehe mal davon aus, wenn man die unter Druck setzt, dann geht auch was. Nur wie das geht, dass man hinten kompakt steht und vorne Druck macht, das ist jetzt eher ein Bernzer Sache und weniger meine. Aber so ist halt meine laienhafte Vorstellung, also dass man es vielleicht mit Schnelligkeit probiert. Genau. Ansonsten glaube ich also, dass es auch unentschieden wird. Das sage ich jetzt ganz einfach mal, weil ich glaube also, und ich glaube auch nicht, also muss man auch sagen, dass es jetzt auch eine Niederlage, wenn die ehrenvoll ist und sportlich vertretbar, weil halt die anderen das eine Tor vielleicht dann besser waren am Schluss, aber wir ein Riesenspiel geliefert haben, dann ist das ja auch okay. Und das waren jetzt die letzten, wir haben jetzt wirklich zwei gute Spiele geliefert und verloren. Klar, wenn drei solche passieren, ist es immer schlecht. Aber wir haben dann auch wieder die Länderspielpause, die muss ja nicht nur schlecht sein, weil dann die Niederlagen hängen bleiben, sondern das ist auch wieder gut, weil man dann auch wieder nach vorn arbeiten kann in Ruhe. Und ich glaube nicht, dass die Presse sich jetzt auf den Giannikis einschießt oder so, ehrlich gesagt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut. Ja, es Torreich ist ist halt so, wenn du un. gegen Münster einen Punkt holen willst, musst halt zwei Tore schießen, gell? Weil torreiches Spiel zu erwarten ist. Weil Münster einen Torschnitt von knapp unter 2 hat pro Spiel. Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät uns aber die spielen da Ja. keine Rolle. Es ist das achte Spiel dieser zwei Vereine erst gegeneinander. Ist gar nicht so viel, dafür, dass da so viel Tradition eigentlich unterwegs ist. 63, 64 haben wir dort 0 zu 0 gespielt und dann vor ziemlich exakt 60 Jahren, nämlich am 14. März 64, 3-1 gewonnen auf Giesings Höhe, 0-1 zur Pause und dann Ludrop, Brunnenmeier und Kraus sorgen für ein 3 zu 1. Und das war dann auch mit Abstand das torreichste Spiel zwischen den beiden. Denn dann gab es bis 2018 gar keine Duelle mehr, nämlich ist man sich nie begegnet. Und dann eben wieder in der dritten Liga. Und da heißt dann die Reihe der Spiele aus unserer Sicht 0 zu 0, 0 zu 1, 1 zu 1, 1 zu 0 und 1 zu 1. Also, wenn wir mal das 3 zu 1 rausrechnen, dann sind gegen Münster in der Regel im Optimalfall zwei Tore in den Spielen gefallen, gerne auch mal nur eins oder auch gar keins, zweimal 0 zu 0. Sagt aber alles nichts über den Jetzt-Zustand aus, aber in der Statistik sind es dann zwei Siege für uns, vier Unentschieden und eine Niederlage. Aus Löwensicht, genau, 6 zu 4 Tore. Ja, Thomas, mit was für einem Gefühl gehst du in dieses Spiel? Sollen wir die Schallklau-Geschichte nochmal aufwärmen? Nein. Nee, also Nee. ich möchte zwei Sachen nochmal kurz einwerfen. Du hast ja so gesagt, wieso ist das Münster erst so spät durchgestartet? Ja. Ehrlich gesagt finde ich, dass die für einen Aufsteiger gar keine schlechte Hinrunde gespielt haben, muss man erst mal sagen. Ja. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die sich nicht gefunden haben. Ich hatte so eher ein bisschen den Eindruck, dass die in der Hinrunde leicht über ihren Verhältnissen gespielt haben, aber da sieht man, wie viel Ahnung ich vom Fußball habe, wenn man dann sieht, wie die jetzt Okay. auftrumpfen. Weil ich glaube, ich hatte nämlich in dem Talk vor dem Duisburg-Spiel gesagt, dass ich so ein bisschen im Verdacht hätte, dass Münster noch abstürzen könnte und genau das Gegenteil ist natürlich jetzt passiert. Ist ja alles Ja, so läuft aufgezeichnet es im hier, Leben. furchtbar. Und also ich habe jetzt gerade nochmal hier die Hinrundentabelle aufgemacht. Da waren die Zwölfter mit 25 Punkten. Und das war 8 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Also ich denke, damit kannst du als Aufsteiger mehr als zufrieden sein, Ja. eigentlich nach der Hinrunde. Dass die dann natürlich jetzt hier so durchstarten, also da sind die wahrscheinlich selber davon überrascht.
So, und wenn der Bernd jetzt sagt, du musst 2 Tore schießen, um gegen Münster zu gewinnen, dann Nein, habe ich jetzt unentschieden zu auch die spielen. Zahlen im Kopf, die du gerade runtergeleiert hast. Also, das waren nie Spiele, in denen viele Tore gefallen sind. Und ich glaube, ich habe von den 6 tatsächlich 5 im Stadion gesehen. Nee, Entschuldigung, 5 waren es, gell? Von den 5 habe ich 4 im Stadion gesehen. Und das waren immer äußerst zähe Spiele, Münster gegen 60 oder 60 gegen Münster. Also da ist offensiv bei einem einzigen Spiel irgendwie besonders viel gegangen. Und insofern erwarte ich eher so, dass du vielleicht eher kein Tor fangen darfst. Und der, der das erste schießt, glaube ich, hat einen großen, großen Vorteil. Okay. Und jetzt mit den neuesten News heute vom Training. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Also Verlat musste sich irgendwie abmelden wegen der Muskelgeschichte. Der Rheintaler ist nach wie vor nicht im Training. Das macht mich jetzt nicht gerade optimistisch. Okay. Leider. Aber jetzt ist Also wenn Montag da unsere heute. Innenverteidigung fehlt. Montag heute. Normalerweise würden die noch nicht mal trainieren heute, wenn die Samstag gespielt hätten. Insofern kann doch alles noch Dienstag, Mittwoch und so sich entspannen, Ja gut, oder? der Rheintaler, der ist jetzt schon, glaube ich, 2 Wochen weg, oder? Ja. Seit dem Ja. Werl-Spiel. Mal schauen. Also mit den beiden wäre mir deutlich wohler, sagen wir es mal so. Wäre allen Beteiligten wahrscheinlich. Ja, kurz würde ich gerne. Weißt du jemand was Ja. von Michi Glück? Michi Glück, was mit dem ist? Keine Ahnung, der war jetzt Der auch. hat wieder mittrainiert heute. Okay. Gut. Also. Eine kurze Frage habe ich noch. Kulinarik in Dresden, Michi, wie war es im Stadion? Hat es irgendwie Wurst gegeben oder sowas? Es gab irgendeine Wurst, aber ehrlich gesagt, ich bin ja Vegetarier, deswegen war mir da schwer da. Die einzige Ah. Variante wäre ein Brezen gewesen Und jetzt für, ich weiß nicht, 3 € oder so, und die habe ich mir dann auch gespart. ich Also habe keine. ich hab mir ein Bier gegönnt, ein Leichtbier. Also im Gästeblock ist ein Leichtbier ausgeschenkt worden, aber das war tatsächlich trinkbar, muss man sagen. Das war gut gehopft und so gesehen durchaus eine gute Alternative. Ja. Also Radeberger alkoholfrei oder sowas. Oder? der Irgend sowas war das. Magenta, Entschuldigung, der Magenta-Reporter hat da irgendwie Straßburger. Ostnudeln oder so, hat der gesagt, gab es da, die auch als solche irgendwie auf der Speisekarte stehen. Wahrscheinlich gibt es sie nur im Heimblock. Das klang Ja. ziemlich abenteuerlich, aber der hat da extremst davon geschwärmt. Ich Das habe ich fürchte gar mich nicht so ein bisschen mitbekommen. an Wann den. war das? Der schwärmt ja immer gern von viel, der Mann, Ich aber. glaube, kurz nach der Halbzeit halt passenderweise. War ich noch am Klo wahrscheinlich. Übrigens, Kulinarik, Bernd, habe ich jetzt extra heute subtil weggelassen, weil ich weiß, dass der Michi keine Wurst ist. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich den nach der Stadionwurst in Dresden fragen. Aber ist gut, dass du dran gedacht hast. An sich richtig, dass du dran gedacht hast. Ich würde noch ganz kurz gerne sprechen ganz kurz noch über diese Geschichte, dass das Fanprojekt Münster sich ja beschwert hat über die Geschichte, dass bei uns das so teuer, die Eintrittspreise so teuer gewesen seien, und dann auch diese Geschichte, dass es keine Tageskasse gibt. Ihr habt das alle mitbekommen, nehme ich an. Und gut, über den Eintrittspreis an sich, mei, muss mich drüber reden. Ich meine, es ist tatsächlich bei uns ganz schön ambitioniert. Dafür bekommt man halt auch was ganz Besonderes geboten. Da meine ich jetzt nicht zwingend immer nur das Sportliche auf dem Rasen, sondern einfach das Ambiente und das Ganze drumherum. Ja, wie ist es mit der Tageskasse? Thomas, müsste 60 das deutlicher kommunizieren, dass halt nur dadurch wir die Chance haben, das Stadion richtig zu füllen, wenn wir eben auf die Tageskasse verzichten, weil wir eben, was eine Besonderheit ist, in der Lage sind, die Tickets dann woanders zu verkaufen? Oder ist es, würdest du sagen, die sollen sich da nicht so anstellen, die Münsteraner, und sollen sich doch selber mal informieren? Oder wie würdest du das bewerten? Ja, da schlagen tatsächlich 2 Herzen in meiner Brust, muss ich sagen. Das eine ist das des Auswärtsfahrers, der halt tatsächlich vielleicht auch am Samstagmorgen in Münster noch entscheidet, ich fahre jetzt nach München zum Auswärtsspiel, was wahrscheinlich nicht so viele machen tatsächlich bei der Entfernung. Ja. Also so ehrlich muss man sein, aber das trifft ja Nähere auch. Und das finde ich aus der Perspektive schon ziemlich nachteilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Position der KGaA, die sagt, es gibt halt irgendeine Deadline und wenn du zu uns kommen willst, dann musst du bis dann und dann dein Ticket kaufen.
weil wir eben die relativ einzigartige Chance haben, dann Blöcke umzuwandeln oder mehr Karten für die Westkurve zu verkaufen und so. Und also, ich meine, wenn das jetzt so ein reisefreudiges Publikum wäre, ihnen stehen ja die 10% zu, dann hätten sie halt die 1500 Karten im Vorverkauf kaufen sollen. Also das finde ich ist schon auch ein Argument, aber ich kann die Münsteraner schon verstehen, dass sie das thematisieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Aber also ich finde auch, wie 60 das handhabt, ist das auch okay. Also schwierig zu sagen. ja, ich habe mir halt so gedacht, als ich es gelesen habe, mein Gott, dann informiert euch halt, Leute. Also dann schreibt es halt eine kurze Mail an das Ticketing bei uns und fragen, wieso es keine Tageskasse gibt, ob es da einen Grund gibt dafür. Und dann wird es sicherlich irgendwelche Textblöcke geben, die das dann eben erklären, dass das bei uns was zu tun hat, dass wir die Karten halt dann anderweitig verkaufen können. Und dann ist alles gut. Ich fand es so ein bisschen. Das ist so ein bisschen dieses Münster, aber da haben wir ja eigene Gründe, warum da die Sympathie gerade in den letzten Jahren oder also nicht so unbedingt so riesengroß ist. Ich fand das so ein bisschen, ja, so ein Fanprojekt, die machen das ja auch hauptberuflich. Also ich sage, wenn die aktive Szene sich irgendwo aufregt über irgendwelche solchen Themen, dann sage ich noch gut, aber die da hätten sich ja dann doch mal informieren können auch, oder? Also mal eine kurze Mail oder ein kurzer Anruf und dann weiß man das. Das hat mich so ein bisschen daran gestört. Aber, Aber hast du in Werl auch diese skandalösen 60 Münster Freundschaftsschals gesehen? Bitte? Ja, Ja. das Ich dachte war. erst, es lag an meiner Tresenkarte, aber ich habe es dann tatsächlich nachher nochmal auf dem Foto gefunden. Also. Und das waren ganz schräge Nummer. Die sind nämlich, wir sind am Parkplatz jetzt, das müssen wir jetzt direkt nochmal aufwärmen, am Parkplatz in Verl ausgestiegen. Und dann steigen neben uns aus dem Auto irgendwelche aus so, tatsächlich, ich glaube sogar Autos aus Münster und die haben echt so geteilte Schals, Münster 60. Da bin ich so hin. Und habe nachgeschaut, ob das vielleicht zu irgendeinem Spiel, der Spielschal 60 gegen Münster. Und dann war das, nein, hier 60er. Und das waren so Münsteraner. Und dann habe ich so kurz, ist nicht euer Ernst jetzt oder so. Und dann die so, ja, die waren aber so, die haben auch den Kritikpunkt nicht verstanden. Hab ich gesagt, naja, da gab es ja auch in den letzten Jahren die eine oder andere Geschichte. Und die Münsteraner sind ja dann schon gerade eben da 2019 sehr aktiv gewesen, ihr ganzes Material, was irgendwelchen 14-jährigen Mädels entzogen worden war bei diesem Hinspiel. Das war das 0-0, glaube ich, gell, das erste. Ja. Die haben es ja dann ritualisiert nach dem Spiel, auch verbrannt. Also es ist eh ein bisschen armselig, solche Aktionen, aber dann auch so ein Gästeblock. Naja, kann man dann schon mal ein Freundschaftsschein machen. Aber da wussten diese jungen Leute da aus Münster auch nichts davon. Und haben aber auch überhaupt nicht, die waren dann auch nicht so, dass sie sich irgendwie erklären wollten oder so. Das hatte eher so für die, so hatte ich das Gefühl, so das Event jetzt da 60 und da haben sie sich halt dann einen Schal dafür irgendwie extra machen lassen. Da Michi wendet sich mit Grausen, oder? Ist auch völlig, du hast einen entsetzten Blick gerade mir gezeigt Ja, und ist der ja Bernd hat furchtbar, einen, oder? was? Entschuldigung, ist doch furchtbar. Ja! Was ist das? Also, nein, das ist, also ich verstehe sowas nicht. Wobei ich auch noch mal kurz zu dem Fanprojekt, zu der Kritik, ich verstehe das überhaupt nicht. Also, ich meine, Okay. wenn ich jetzt von Münster nach München fahre und dann halt statt 17,50 oder 18,20 € zahle, dann ist das für mich also lächerlich, wenn ich mich darüber aufrege, ehrlich gesagt. Und genauso ist es mit dem. Ich sage jetzt mal mit der Limitierung oder mit der Abendkasse oder so, das ist doch ein Schmarrn. Also ich muss ehrlich sagen, das entscheide ich doch nicht in der Früh um 10, dass ich jetzt schnell nach Ja. München fahre. Das halte ich für völlig illusorisch und also das ist für mich einfach irgendwie mal so rauskaut, damit man halt irgendwas Blödes raushaut. Aber das hat überhaupt keine Substanz für mich. Unsere Forderung heißt, der Fußball muss für alle gesellschaftlichen Schichten bezahlbar bleiben. Wir fordern den TSV 1860 München sowie die Stadt München als Stadionbesitzer auf, Gästefans mit Anstand zu behandeln und den Volkssport Fußball nicht zum schwer bezahlen Freizeitvergnügen zu machen. Das mit der Anstandsbehandlung ist dann das mit der Tageskasse wahrscheinlich, oder? Ja. Also, Ja, aber mein. über Anstand können Sie sich in Münster an anderer Stelle wirklich mal Gedanken machen. Also ich kannte jetzt den Wortlaut nicht, aber also hallo. Wie hieß unser Spruchband damals? Jetzt waren wir schon immer so nah dran. Schweigend sich das Spiel anschauen und dann normalos Fanschals klauen. Ihr Helden. Das war die Geschichte. Bernd, du warst auch gerade, hast auch irgendwie gelacht. Möchtest dich über. Ah, das war wegen dem Freundschaftsschal. Den haben wir ja gesagt. Ja. Ja, da reden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr drüber. Also das ist ja also an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Grüße gehen raus, aber ich fürchte, das sind auch Leute, die uns weder zuhören noch zusehen. Und Ja, das ist vollkommen wurscht. Also tut mir leid.
Das Münster ist eine nette Stadt, das ist geil zum Fortgehen da, aber mit den Fußballfenstern dort mag ich nichts zum Tor haben. Die waren sehr, sehr seltsam, als wir da oben waren. In der Tat. Und Vielleicht gibt es ein paar nette auch dort. ja, das gibt es bestimmt, aber die sind mir nicht über den Weg gelaufen anscheinend. Gut. Nein, und das mit den Aufregen über die Preise, also wenn ich es mir leisten kann, von Münster nach München zu fahren, vollkommen wurscht, ob ich das mit dem Flieger mache, mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem Auto, ja, dann trinke ich heute halt eine halbe weniger und dann habe ich es wieder drin. 18 Euro plus obligatorische 2 Euro Servicegebühr, so hier nochmal Zitat dieser Erklärung, stellen einen Eintrittspreis dar, der so wohl bislang noch nie für ein Preußen-Ligaspiel bezahlt werden musste. Und da sage ich abschließend, Zeit ist worden. Nein. Ja, nein, also jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass unsere da billiger reinkommen. Nein, genau. Ja, Wie damals unsere in Leute auf dem Jena. Stehplatz zahlen genau den gleichen Preis und da sollen die Kasperl da aus Münster einfach einmal ganz, ganz still sein und sich entweder, was weiß ich, dann das auf dem Magenta anschauen oder wenn es ihnen zu teuer ist, weil sowas regt mich richtig auf. Und jetzt haben wir mal noch ein bisschen Zunder noch reingebracht in das Spiel. Am Samstag ist es soweit. Wir werden die Antwort auf dem Rasen geben. Und angesichts der jetzt schon vorgerückten Stunde, wir zeichnen ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der Jan sagt das immer, Montagabend auf, Dienstag gibt es die ganze Sache dann hochgeladen auf 60er.de. Würde ich mal sagen, machen wir einen Haken dahinter. Vielen lieben Dank für eure engagierte Teilnahme. Es war mir wieder, wie immer, ein Vergnügen. Michi, ich hoffe, dich auch bald wieder hier begrüßen zu können, dann zum dritten Mal. Ja, Ja, schauen wir mal. Dankeschön. und der Bernd und der Thomas, die kommen ja sowieso immer wieder mal vorbei, gell? Jawohl. Also, Servus, pfiat's euch und natürlich an alle da draußen auch. Eine schöne Macht's Woche. gut miteinander. Servus. Servus. Ja, servus, Grüßt euch mein alle Freund. miteinander. Schöne Woche. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen. Dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus, Löwenfans.